Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Billion Humans. Wir spielen nicht, das haben wir eigentlich schon gemacht. So, wir spielen hier die 22 Nummerspiele. Oh Gott, da dreht sich ja alles. Würfeln, würfeln, würfeln. Worauf landen sie? Niemand weiß es. Wenn sie den Play-Knopf drücken, stoppen alle Datenwürfel bei einer zufälligen Zahl. Nur die Arbeitskraft mit der höchsten Zahl darf hier bleiben. Okay, das klingt gar nicht so schwer. Ja, hallo Leute, wie geht's euch so? Wir programmieren wieder ein bisschen mit unseren 7 Billion Humans. So, wir sollen machen, dass der Typ mit dem höchsten Wert, was zufällig ist, wie man sieht, stehen bleibt und alle anderen sollen anscheinend hier einfach runterlaufen. Also alles easy, das kriegen wir glaube ich noch hin. Ich glaube, außerhalb von diesen komischen Schrägen, die ich jetzt in der letzten Folge und die vorletzte Folge gemacht habe, ist die Hauptstory nämlich gar nicht so schwer. So, also erstmal aufheben, dann sollen sie gucken, ist mein Ding gleich größer als das Ding von meinem Nachbarn. Hä? Nee, nicht mein Ding. Von meinem Nachbarn in beide Richtungen. Nee, oder, ne? In beide Richtungen oder mein Ding größer als... Nee, warte, wir sagen kleiner. Wir sagen kleiner. Ist mein Ding kleiner als der Würfel auf der linken und der rechten Seite, dann laufe ich nach vorne, bis ich sterbe, Leute. Genau. Und dann laufen wir schon mal alle runter. Also die heben das jetzt alle auf mit dem ersten Schreck Pickup. Dann stehen sie da, haben ihren Würfel in der Hand und denken sich, oh ja, links und rechts, je nachdem was passiert. Wenn der Würfel von denen kleiner ist, dann laufen sie einfach nach unten. Wir können hier auf jeden Fall einen Jump-Befehl noch reinpacken. Dann lauf nach unten, bis du stirbst. So, dann sind schon mal alle weg, die eine kleinere Zahl haben. Jetzt müssen sie sich noch irgendwie nebeneinander stellen, damit sie immer wieder das Ding hier prüfen. Ich würde sagen, die gehen einfach dann danach. Wenn mein Ding nicht kleiner ist als links oder rechts, dann gehe ich einen Schritt nach links. Korrekt? Und da packen wir jetzt noch so einen Jump-Befehl rein. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein, oder? Ich glaube, das funktioniert. Mal gucken. Jetzt prüfen die. Aha, ja, bei der Zahl ist zu klein. Ich gehe nicht weiter nach links. Die hat die 98, deswegen gehen die alle weg. Ja, dann müsste die alleine hier stehen bleiben. Ja, funktioniert. War's das? Ja, nice. Oh, ich dachte, ich hatte gerade Angst, dass wir vielleicht noch einen Endbefehl oder sowas reinlegen mussten, damit die tatsächlich stehen bleibt, weil die ist ja jetzt die ganze Zeit nach links gelaufen, wegen diesem einen Jump-Befehl. Aber es war trotzdem okay. Und wir sind sogar unterm Durchschnitt. Yay! Guck mal, endlich mal wieder einfache Sachen hier. Ich glaube, diese Abzweigungen will ich nicht machen. Okay, Sortierhalle. Oh, seien Sie nicht beunruhigt. Was sind das denn für Dinger? Das sieht aus wie so ein automatischer Roboter, so ein Saugroboter oder sowas, so ein Reinigungskraftding. Lassen Sie uns keine plötzlichen Bewegungen machen oder aus der Reihe tanzen. Wir werden evaluiert. Sie müssen jetzt ganz ruhig die Reihe dieser Würfel sortieren. Vom kleinsten links zum größten rechts. Ach du Scheiße. Ja, ich erinnere mich noch, dass solche Aufgaben einmal schwierig waren, als es nur eine Person gab, die sie bearbeitet hat. Aber nun haben wir Teamwork. Oh, das klingt aber anstrengend. Okay, die töten einen wahrscheinlich. Warte, das probieren wir erstmal aus. Töten die einen? Geh mal zwei nach unten oder geh einfach mal so lange nach unten, wie es geht. Dann müsste der Typ hier sterben. Mal gucken. Ich will nur... Oh, die bewegen sich sogar. Okay, die bewegen sich nach links und rechts und töten alles auf ihrem Weg. Okay, gut zu wissen. Gut, also was... Links soll der kleinste? Fragezeichen? Kleinster links, größter rechts. Und als Tipp vom Vorgesetzten haben wir bekommen, wenn zwei Arbeitskräfte beide versuchen, auf das Feld der jeweils anderen zu laufen, tauschen sie ihre Plätze. Okay, aber das ist ja eigentlich genauso wie vorher, oder? Also die nehmen das erstmal auf natürlich. Dann stehen sie alle in ihrer Reihe, bewegen sich keinen Millimeter und gucken dann, ob wieder mein Ding... Okay, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Wenn mein Ding links von mir... Ich mache erstmal die Richtung. Wenn das Ding... Ne, wir machen rechts. Wenn das Ding rechts von mir größer ist als mein Ding... If mein Ding kleiner als das Ding rechts... Dann gehe ich nach links, ne? Warte, die pickt einen ab. Sagen wir, sie hat eine 12. Und die neben ihnen hat eine 24. Achso, das wäre ja dann richtig. Okay, sie hat eine 24 und er hat die 12. Dann würde das jetzt passieren. Sie guckt nach. Mein Ding ist kleiner als... Ne, mein Ding ist größer als das von dem. Oh. Okay, wir machen zwei Sachen. If mein Ding kleiner als rechts, dann gehe ich nach links. Und falls mein Ding größer... Ich weiß nicht, muss man diese doppelte? Wahrscheinlich nicht, aber ich mache es einfach mal. If mein Ding größer als links, dann gehe ich nach rechts. Ergibt auch keinen Sinn, ne?
Das macht ja alles gar keinen Sinn, Leute. Hä? Okay, also wir müssen ja irgendwie testen, auf in beide Seiten, ob sie richtig stehen. Also wenn mein Ding kleiner ist als links... Oh Mann, mein Gehirn macht das schon wieder nicht mit, Leute. Sie sollen einfach in beide Richtungen prüfen, ob es kleiner oder größer ist. Ich weiß noch nicht, wie man das hier genau mit diesem kleiner größer macht. Und dann sollen sie sich dementsprechend in eine Richtung bewegen. Das heißt, falls mein Teil größer ist als das Teil rechts, was ist dann die... Dann ist ihr Würfel größer. Und das ist schlecht, weil sie steht ja noch auf der linken Seite, weil sie nach rechts prüft. Ihr Würfel ist größer. Das heißt, dann muss sie auf jeden Fall einen Schritt nach rechts gehen. Richtig? Richtig. So, damit steht derjenige mit dem größeren Würfel auf jeden Fall immer rechts. Okay, ist das nicht schon? Kann man das nicht schon so machen? Lass mal ausprobieren, Leute. So, die prüfen jetzt alle. Okay, die tauschen nicht die Plätze. Ah, weil die müssen beide versuchen, auf das Feld des jeweils anderen zu laufen. Okay, das heißt, wir müssen zweimal diese Sache hier abfragen, oder was? Also dann einfach else. Nee, oder doch, else? Ich weiß nicht. Egal, wenn mein Teil kleiner ist als rechts, dann gehe ich nach links. Ja? Sollte doch funktionieren. Wenn mein Teil größer ist als rechts, dann gehe ich nach rechts. Aber wenn mein Teil kleiner ist als rechts, nee, das ist ja dann richtig. Wenn mein Teil kleiner als rechts ist, dann soll sie einfach stehen bleiben. Das ist die Sache. Dann halt, wenn mein Teil kleiner ist als links, dann gehe ich nach rechts. Hä? Wenn mein Teil kleiner... Ah, mein Kopf! Wenn mein Teil kleiner als links ist... Oh, ich muss mir das irgendwie vor dem Auge vorstellen. Die beiden Leutchens. So, ihr Teil ist kleiner als von dem. Das heißt, sie muss nach links gehen. Und er sieht, er muss nach rechts gehen. Ja, also geh nach links. So, das ist es doch schon, oder nicht? Ja, jetzt prüfen die das immer wieder. Sollt jetzt schon hinhauen, oder? Die stellen sich jetzt so lange hin, bis alles stimmt. Hier, die 58 wandert immer weiter, die 78. Ich glaube, das war's schon. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen verschnellern. Ja, guck mal. Ha, gar nicht so schwer. Lol, auch wieder nur mit 6 Dingern. Mein Brain hat wieder voll zugemacht. Das ist eigentlich super einfach, aber irgendwie ist das trotzdem voll der Brainfuck. Eine erstaunliche Darstellung von Zusammenarbeit. Menschen sind ganz sicher noch nicht überflüssig. Yay. Guck mal, wir haben genau die 6 Befehle gebraucht. Ich bin so happy. Und wir brauchten weniger Zeit als Durchschnitt. Boah. Okay, Billigbrigade 1. Ihr müsst nämlich wissen, mein Gehirn funktioniert so, ich überlege mir erstmal den allerersten Schritt und dann überlege ich erst, wie es weitergehen könnte. Also ich habe nicht dieses Bild vom Großen im Kopf, sondern höchstens so allgemein, wo das Ziel hin soll, aber ich überlege mir davor nicht, wie ich da überhaupt hinkomme. Ich mache mal Schritt für Schritt für Schritt und das ist vielleicht nicht immer das Beste. Also nicht sehr vorausplant, Leute. Gut, nun, das sieht offensichtlich gefährlich aus. Die Gebäudeverwaltung sollte hier eigentlich Förderbänder installieren, aber wir können uns keine Förderbänder leisten, da irgendjemand, naja, das ganze Budget in Schredder investiert hat. Also, alle zusammen, denken Sie einfach wie Förderbänder. Drucken Sie Zeug auf der linken Seite und schreddern Sie es auf der rechten Seite. Wir sollten nicht zu viel darüber nachdenken. Ach so, ja, gemäß den Sicherheitsvorschriften darf außerdem niemand sein Feld verlassen. Gut, also hier wird wahrscheinlich die Schwierigkeit sein, ihr seht ja schon, die belegen jedes einzelne Feld und wenn die hier an den Drucker wollen, dann fällt bestimmt irgendwo irgendjemand runter. Und die sollen einfach immer schreddern, ja? Drucken und schreddern sie mindestens 50 Datenwürfel. Kein Laufen erlaubt. Kein Laufen? Au, die sollen das weitergeben. Okay, wir haben jetzt hier eine Gifto hatten wir auch schon mal, oder? Ja, hatten wir auch schon mal. Pro-Tipp. Arbeitskräfte können mit Gifto oder Takeform Dinge an andere Arbeitgeber weitergeben. Eins von beiden reicht sogar. Es ist notwendig, dass beide sich abstimmen. Wenn das nicht Teamwork ist, krasser Scheiß. Okay, also wenn unter dir ein Drucker ist, dann nimm das von dem Drucker. Dann nimm das unter dir. So, easy peasy. Die linken Leute nehmen das von ihrem Drucker. Dann sollen sie es einfach nach rechts weitergeben. Dann give to rechts. Und wenn unter dir ein Schredder ist, dann give to Schredder. Das ist es schon, oder? Jetzt machen wir daraus einfach noch einen Jump-Befehl. Immer diese Jump-Befehle kann man einfach ewig machen, Leute. So, fertig. Das sollte schon gewesen sein. Hier, ich gebe das an dich weiter. Bitteschön. Oh, okay, ich glaube, das ist falsch. Okay, falls
ich ein Ding in der Hand habe und ein Schredder unter mir ist, dann darf er das erst runtergeben. Oh, oh, okay. Falls ich einen Datenwürfel habe. Oh, wie macht man denn das? Falls auf mir ein Ding ist. Ja, so, ne? Falls auf mir ein Datenwürfel ist, dann gebe ich den in den Drucker rein. Dann sollte der jetzt hoffentlich sterben, den ich. Sie springt trotzdem in den Schredder. Wenn auf meinem Teil ein Ding ist, dann sollst du das nur da reingeben. Warum laufen die trotzdem da rein? Leute, ach so, ein Datenwürfel. So vielleicht? Bitte tötet euch nicht. Ich habe euch doch lieb. Okay, das sieht gut aus. Okay, jetzt geben die das einmal weiter, ne? Und sie wirft es nicht rein. Warum nicht? Wenn... Die sollen doch einfach nur... Falls ich das habe. Falls ich etwas habe. Falls mein Ding gleich ein Daten... Ah, vielleicht so? Falls mein Ding gleich ein Datenwürfel, dann gebe ich das nach unten? Könnte das hinkommen? Komm, komm. Du schaffst das. Hildegard. Ja, schmeiß es da rein. Richtig geil. Okay, das sollte es... Nein, was? Büroausstattung zu beschädigen widerspricht der Firmenpolitik. Warum? Hä? Wieso ist denn der Drucker jetzt gestorben? Moment. Die nehmen das da raus. Er nimmt's raus. Wieso? Warum ist denn der Drucker kaputt gegangen? Leute? Die schmeißen es wieder in den Drucker rein? Ah, die waren nicht schnell genug. Ah, jetzt raff ich das. Die geben das nicht schnell genug weiter und dann schmeißen die, weil die ja ein Ding in der Hand haben... Hier bei der zweiten If-Schleife. Die haben einen Datenwürfel in der Hand und deswegen schmeißen sie es nach unten. Das heißt, wir müssen hier noch eine Variable reinpucken. Und zwar, falls unter mir ein Schredder ist. Also wenn ich ein Ding in der Hand habe und unter mir ein Schredder ist, dann gebe ich es nach unten. Ansonsten nicht. Ja, so. Das sollte jetzt aber gewesen sein. Gib den Scheiß weiter, gib den Scheiß weiter, gib den Scheiß weiter. Ja. Okay, ich glaube, damit haben wir es. Wie viele sind denn 50 Datenwürfel? Mach mal schneller jetzt. Bla 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 bla. Yay! Easy. Guck mal, wir brauchten sogar nur 6. Alter, ich bin ein Profi-Programmierer. Okay, meine Laufzeitoptimierung war nicht so gut. Wie soll man das denn noch verbessern jetzt ohne Witz? Wir brauchten einfach mehr als doppelt so lang. Egal. Egal, Leute. Geschafft ist geschafft. Oh, jetzt kommen wir in den blauen Bereich. Wollen wir schon den blauen Bereich machen? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir machen erst noch die Abzweigungen, aber da die Abzweigungen immer so lange dauern, Leute, die machen wir in der nächsten Folge. Beide Abzweigungen. Ich verspreche euch, wir machen beide Abzweigungen in der nächsten Folge und dann gehen wir in den blauen Bereich in Phase 2. Ich habe ein bisschen Angst vor Phase 2. Ich bin gespannt, was auf uns da lauert mit diesen ganzen Memory-Krams und sowas. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, dieser Part hat euch erstmal gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.